Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Video-Tutorial. Trendline Break Short in Space oder SPCE, Virgin Galactic, eine Aktie, die in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder heiß war. Und dieses Tutorial, das soll dir im übertragenen Sinne eine Idee geben, wie du einen solchen, nennen wir ihn mal Himmelstürmer im aktuellen Umfeld, den noch profitabel auf der Short-Seite hast traden können. In der jüngeren Zeit ist es, wie gesagt, immer mal wieder so gewesen, dass Virgin Atlantic bzw. das Tickersymbol SPCE immer mal wieder heiß war. Und das galt ganz besonders dann, nachdem erste Testflüge im Mai ins All eben erfolgreich waren. Und jetzt gab es eine Bekanntgabe, dass eben SPCE die Genehmigung erhalten hat, von der FAA in den USA eine kommerzielle Startlizenz zu bekommen und infolgedessen eben der Schritt in Anführungsstrichen in Richtung Weltraumtourismus weder aktiver wird, noch aktiver wird und man hier einen entscheidenden Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Nun ja, und in diesem Zusammenhang haben wir dann entsprechend eine ziemlich starke Squeeze auf der Oberseite gesehen. Wir werden gleich noch ein paar Thematiken hier mit einfließen lassen, Stichwort Short Interest beispielsweise. Und werden dann zeigen, dass das sicherlich auch beigetragen hat. Und nichtsdestotrotz, mir war nicht ganz so wohl dabei und ich habe dann ein ganz klares Signal abgewartet, in Erwartung, dass es zu einem schärferen Pull-in kam, so wie es in der Vergangenheit häufiger der Fall war. Und ja, im Folgenden möchte ich dir einfach eine Idee geben, wie man das hat profitabel traden können. Ich hoffe, dass du aus diesem Tutorial für dein Trading auf jeden Fall einen Mehrwert ziehen wirst können. Zunächst einmal ein Blick auf die Strategie, der wir uns widmen wollen. Also zunächst einmal die Grundlage unseres Tradings generell im Equities-Bereich ist, dass die zu betrachtende Aktie, die zu handelnde Aktie an der Stelle tatsächlich heiß ist. Dazu ein Blogartikel, Link dazu findest du in der Description-Box unterhalb dieses Videos. Dort findest du alle Details rund eben zu den einzelnen Kriterien, zu dieser Checkliste, wenn du dort wissen möchtest, was macht eine Aktie eigentlich heiß. Und dann haben wir hier eine starke Short Squeeze gesehen, welche unter massivem Volumen gelaufen ist. Wir werden sehen, dass das in diesem Fall auf jeden Fall gegeben war. Durchschnittliches Handelsvolumen kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ungefähr 17 Millionen Stücke pro Tag. Und am besagten Tag wurden hier 100 Millionen Stücke tatsächlich getradet. Also da war richtig Musik drin in der Aktie. Es gab, wie gesagt, diese scharfe Squeeze auf der Oberseite. Und ich werde gleich noch ein paar Details liefern, auch im Hinblick beispielsweise auf das Tape. Das war schon ziemlich beeindruckend, was dort an Bull Power eben sich abgezeichnet hatte. Und als sich diese Charaktereigenschaft änderte, da war dann eventuell eine interessante Gelegenheit gegeben, um eben entsprechend einen Short Trade auf den Weg zu bringen. Aber es bedurfte an der Stelle auf jeden Fall einigem an Geduld. Und ja, das ist dann eben resultiert. Nachdem diese Geduld dann entsprechend sich gezeigt hatte, da kam es eben zu einem Erschöpfungszeichen und es wurde eine kurzfristige Trendlinie gebrochen. Das ist eine relativ einfache, aber nichtsdestotrotz hocheffektive Herangehensweise, um einfach dann hier daraus zu schließen, dass eventuell jetzt eine tiefere Korrekturbewegung eben anstehen könnte. Mit Ziel Retest VWAP an der Stelle tatsächlich, also der volumengewichtete Durchschnittspreis. Auch dazu findest du einen Link zu einem Blogartikel in der Description-Box dieses Videos. Und das Ziel dieses Trades ist, sich in Richtung eben des umkehrenden Momentums zu positionieren mit Stop oberhalb eines technisch relevanten Levels und dann ausgehend hiervon eben ein möglichst attraktives CRV für einen Trade eben zu erhalten. Space ist so ein bisschen losgelöst an der Stelle vom übergeordneten Bild, welches wir uns dennoch betrachten wollen, denn wir haben hier einen immer noch uneingeschränkten zum Zeitpunkt des Trades Optimismus an den Märkten. Wir sehen ein Allzeithoch nach dem nächsten im S&P 500. Auf der linken Seite siehst du den Spider, das ist der ETF, der den S&P 500 abbildet. Auf der rechten Seite die Qs, das ist der ETF, der den Nasdaq 100 an dieser Stelle eben abbildet. Die Volatilität ist auf dem Rückzug. Wir sehen eine Attacke auf die Jahrestiefs in dem Zusammenhang um 15 Punkte ungefähr, auch ein zusätzlich bullisches Signal, was dort geliefert wird. Und ausgehend hiervon ist natürlich die Short-Seite so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, allerdings nicht wegen dem übergeordneten Bild. Das wirst du gleich sehen. Wie gesagt, das Short-Interest spielt eine höhere Rolle. Tatsächlich lösen sich solche klassischen, nennen wir sie mal Meme-Stocks an der Stelle, vom übergeordneten Treiben auf jeden Fall. Dennoch, ein Blick lohnt an dieser Stelle, sollte natürlich Berücksichtigung finden und unterstreicht eventuell auch, dass man besonders, wenn man plant, sich antizyklisch dann zu positionieren, dass man hier eben auch das übergeordnete Bild berücksichtigen sollte, den übergeordneten Modus und dass das auch ein entsprechend aggressives und sehr, sehr akkurates auch Risk- und Money-Management eben für den Trade dann erfordert. So, jetzt blicken wir mal auf die Trade Fundamentals. Also, Ticker-Symbol SPCE Virgin Galactic Holdings, der ein oder andere kennt vielleicht Richard Branson, der ist ja auch durchaus mal an der einen oder anderen Stelle in sozialen Medien aktiv, Querstrich, man kann dort von ihm entsprechende Bilder sehen und ja, dieses Unternehmen eben ist im Bereich Raumfahrt tätig, das ist die Branche, wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, suborbitale Raumflüge für Weltraumtouristen anzubieten, also Weltraumtourismus ist so das Kürzel an dieser Stelle und es gab jetzt eben entsprechend einen Impuls, erneut möchte man sagen oder mal wieder ein alter, aber jetzt sieht es eben danach aus, als wenn es hier langsam Form annimmt, dieses Projekt. In der jüngeren Zeit war es eben so, wir waren immer mal wieder heiß in dieser Aktie und das ganz besonders, nachdem eben erste All-Testflüge im Mai erfolgreich abgeschlossen worden sind. Da haben wir einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend eben tatsächlich dann begonnen zu etablieren, wie wir gleich auch auf 30-Minuten-Basis sehen werden. Und an besagten Tag wurde eben bekannt gegeben, dass es jetzt nach den ersten Erfolgen im Mai eine Genehmigung dieser FAA für eine vollständige kommerzielle Startlizenz eben geben würde und das hat die Aktie eben sehr, sehr stark bullisch performen lassen. Handelsvolumen durchschnittlich, hatte ich gerade schon mal eingangs gesagt, 17,388 Millionen Aktien. In der Vorbörse wurden zum Zeitpunkt dieses Screenshots 7,944 Millionen Aktien gehandelt, also Screenshot an dieser Stelle bedeutet, als ich drauf geschaut habe. Das ist eine Besonderheit, das ist gleich ganz wichtig, denn ich hatte eigentlich eine, ich nenne sie mal englisch Distraction, also ich war wirklich abgelenkt, aber nicht, weil ich es nicht vorher einkalkuliert hatte. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schlichtweg einfach ein Webinar zur US-Markteröffnung. Das hat dazu geführt, dass ich eben hier erstmal sowieso eine detailliertere Vorbereitung notwendig erachtet habe, sollte ich dann entsprechend natürlich noch auf den Markt schauen und an dieser Stelle auf die jeweilige Aktie, die ich hier vorbereite, eben genau in der Price Action zu sein und genau eben dann auch in der Lage zu sein, das entsprechend einzuordnen. Allerdings hat das eben auch zur Folge, dass ich dann erstmal gemächlicher mich in den Trade hinein arbeite. Also wir werden gleich ganz interessante Gegebenheiten sehen. Also ich teile hier den Gameplan, so wie ich ihn initial formuliert habe. Dieser Screenshot, der ist kurz vor 15 Uhr erstellt worden. Wie gesagt, wir sind dann noch einmal deutlich über 10 Millionen Aktien in der letzten halben Stunde vor Markteröffnung, bevor dann 1503 die Kasse reinkam, sind volumentechnisch nochmal deutlich angestiegen. Es war dann eben so, dass ich das erste nach dem Gameplan formulierte Szenario gar nicht gehandelt habe, was auch ein Short-Setup übrigens gewesen wäre, dazu gleich noch ein paar Details. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, vielleicht bei dem einen oder anderen, der sich das Tutorial jetzt hier anschaut, der sagt, sag mal, warum denn eigentlich die Short-Seite, warum tradest du dann nicht die Long-Seite? Auch das hat damit zu tun, ich hatte zu diesem Zeitpunkt einfach gar nicht den Fokus auf der Aktie, also das heißt, für Long hatte ich an dieser Stelle überhaupt gar nicht so wirklich einen Gameplan formuliert, beziehungsweise hatte mich darauf eingestellt, dass es vielleicht eine Übertreibung auf der Oberseite gibt, die ich dann Short handeln wollte. Das war schon der Gameplan. Und so erklärt sich, warum ich da die Short-Seite präferiert habe und eben gar nicht mich auf die Long-Seite fokussiert habe. Das sind wichtige Informationen, die wir gleich im Zusammenhang eben mit dem Gameplan tatsächlich noch sehen werden. Short Interest können wir hier sehen, 23,29. Eigentlich möchte ich diese Zahl kleiner 20 sehen. Und das war auch etwas, was mir im Hinterkopf ganze Zeit so ein bisschen so mit seinem Atem im Nacken im Grunde genommen sich festbiss, so möchte ich mal sagen. Also 20%, ich hatte mal gesagt, und das bleibt auch so, und so ist es auch weiterhin, dass ich hier gerne eine Schwelle kleiner 20% sehen möchte, ganz besonders, wenn ich die Short-Seite trade, also in Richtung des Short-Interests hier an dieser Stelle. Du hast gemeinhin bei einem Short-Interest größer 20% die Tendenz, dass eben hier zu Short Squeezes kommt, beziehungsweise zu einer entsprechenden Erratik im Kursverlauf. Dann möchtest du nicht gegen diesen dann sich etablierenden Trend und diese Short Squeeze dich positionieren. Oder erst, wenn es ein ganz klares Signal gibt, dass wir eben hier entsprechend eine Umkehr sehen und dass es eventuell eine sogenannte Mean Reversion gibt, also ein Rücksetzen beispielsweise gegen den volumengewichteten Durchschnittspreis oder dergleichen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, weswegen auch das Thema Geduld in diesem Zusammenhang hier eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt. Es ist auf jeden Fall interessant, weil es nämlich auch erklärt, woher denn dann dieser fast vertikale Kursanstieg eben tatsächlich kam. Was wiederum es ein bisschen ärgerlich werden lässt, dass eben hier nicht die Möglichkeit bestanden hat, oder beziehungsweise nicht die Möglichkeit bestand, die bestand schon, aber dass ich eben nicht hier eine Möglichkeit gesehen habe, geliefert bekommen habe seitens des Marktes, mich mit dieser Squeeze eventuell zu positionieren. Shares Float 169 Millionen Stücke, 169,44 Millionen, also das ist ausreichend, das ist definitiv weit weg von einem sogenannten Low-Float-Umgebung. Das Gap ist dann tatsächlich auf über 20% zur Markteröffnung gelaufen. Wir haben tatsächlich in der Spitze fast 40%, also wir sind von den Niveaus, wo ich den Screenshot hier gemacht habe, noch einmal 20% Punkte weiter auf der Oberseite gelaufen, was dann auch diese Extension nochmal deutlicher herausstellt. Die ATR 2,38 $, an der Stelle erstmal nur beiläufig erwähnt. Sie erfüllt mein Kriterium, dass die Mindestkurse $1 ist, aber nichtsdestotrotz ist natürlich für den Tag hier an dieser Stelle nebensächlich, natürlich möchte ich mal fast sagen. Und die Institutional Ownership, also die institutionelle institutionelle Gegebenheiten an der Stelle 25,9%, also 25,9% der Aktien eben in institutioneller Hand. Und jetzt gehen wir ganz kurz diese Checkliste durch. Aktie ist heiß, hohes R-Vol, also hohes relatives Volumen in Relation zu dem, was normalerweise in diesem Zeitfenster gehandelt wird, ist definitiv erfüllt, steht außer Frage. ADTV, das ist das Average Daily Trading Volumen, das durchschnittlich gehandelte Volumen pro Tag, 17,388 Millionen Aktien, größer 1 Million, Stichwort Low Float und dergleichen, also das ist auf jeden Fall erfüllt. Dann ist das PMKT, das ist das Pre-Market Volumen, das, was vorbörslich gehandelt wird, primär im Zeitfenster zwischen 14 bis 15.30 Uhr, liegt zum Zeitpunkt eben dieses Screenshots bei 7,944 Millionen, also ist schon bereits deutlich größer, 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens, tatsächlich ist das nochmal größer geworden und dann haben wir, wie gesagt, ein 5-faches des durchschnittlich gehandelten Volumens für den Handelstag insgesamt gesehen, also 100 Millionen Stücke sind gehandelt worden. Gap 19,9%, größer 3%, Check für uns. ATR 2,38 $, größer 1 $, Check. Klar identifizierbares Risiko, werden wir gleich beim Trade sehen, gab es. Es gab tatsächlich 2 Trades. Den ersten Trade, der hat leider nicht ganz so funktioniert. Da habe ich ein bisschen Pech gehabt. Beim zweiten Trade habe ich dann allerdings tatsächlich auch ebenfalls das Risiko einerseits klar kalkulieren können und zum anderen dann die Trade-Idee, die ich formuliert habe, eben tatsächlich auch umsetzen können. Und Chance-Risiko-Verhältnis größer 3:1 ist ebenfalls gegeben werden, wie wir es gleich eben erkennen werden. Und das bringt uns schon tatsächlich direkt hier zur Technik. Wie stellt sich das Bild eben tatsächlich dar? Also langfristig sehen wir, und da können wir einmal ganz besonders das hier auf der 30-Minuten-Ebene sehen, ein sehr, sehr sauberer Aufwärtstrend, der sich seit geraumer Zeit hier herauskristallisiert. Auf Tagesbasis tatsächlich fast schon ein ebenfalls vertikaler Kursanstieg. Also Space ist nicht das erste Mal hier steil gegangen, in Anführungsstrichen. Steil rauf, aber es ging auch mal schon steil runter. Das ist ganz interessant übrigens im Zusammenhang jetzt mit den zukünftigen Tagen, als ich dieses Tutorial hier einspreche, als ich das eben aufzeichne. Das ist der 28.06., das ist Montag, heute zum Beispiel, Freitag war der Trade, heute am Montag gleich die Aktie wieder heiß und ich bin mal gespannt, wie weit diese Welle hier geritten werden kann, bis es dann mal zu einer ganz klaren Extension, Übertreibung, Kapitulation eventuell seitens der Käufer kommt und es dann mal zu einem sehr, sehr scharfen Rücksetzer kommt. Ich denke, das ist durchaus realistisch. Wir sind jetzt in den Higher 50s, sagt man, also das heißt $58, $59. Wenn dort eben es zu einer Korrekturbewegung kommt, ist durchaus realistisch denkbar, dass wir bis in Gefilde zurück um $50 mindestens setzen können, was wiederum ungehebelt natürlich $10 Risiko, $10 Chance gegenüber einem relativ kleinen Risiko eben beinhaltet. Also sprich, wir kommen wahrscheinlich ausgehend von den sehr, sehr guten Trading-Gegebenheiten mit recht kleinem Risiko in den Trade hinein, kann sehr, sehr attraktive Chance-Risiko-Verhältnisse geben, ebenfalls auf der Short-Seite. Aber auf jeden Fall, Space mit starkem Aufwärtstrend seit Mitte Mai. Letzter Test der oberen Aufwärtstrendlinie auf M30 jeweils mit Bounces größer 10%. Und das ist der Hauptgrund, warum ich tatsächlich hier aufmerksam geworden bin. Also die Aktie ist bei mir im Fokus, weil sie heiß ist, weil alle Kriterien für das Heißsein in Anführungsstrichen erfüllt sind. Aber was mich viel mehr interessiert ist natürlich, wenn ich schon die Shortseite trade, wie groß ist denn dann die Chance, dass es auch mal zu einer tieferen Korrekturbewegung kommt? Und das kann man hier sehr, sehr schön erkennen. Also zu diesem Zeitpunkt haben wir hier noch keine Aufwärtstrendkanalbegrenzung, aber hier zum Beispiel, auch da sehen wir ein ganz kleiner Peaks, also ich hoffe, dass der klar genug ist. Wir sehen, wir sind schon einmal aus einem starken Aufwärtstrendkanal auf der Oberseite rausgebrochen und dann recht scharf zurückgesetzt. Das gleiche galt dann auch einmal hier in diesem Bereich, gegengesetzt und zurückgesetzt. Und jetzt erkennen wir eben, dass diese News dazu führt, dass wir eben hier diesen Bereich, also dieser Screenshot ist Post des Handelstages entstanden, deswegen sieht man hier auch entsprechend schon die Übertreibung, dieses massive Überdehnen auf der Oberseite. Aber als ich den Screenshot oder als ich den Trade formuliere, den Gameplan für diesen Trade mache, da sehe ich eben hier in diesem Zusammenhang schon den Test der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung und denke mir natürlich, vieles ist eventuell schon gelaufen an dieser News, auch infolge eben des Umstandes, dass wir schon seit geraumer Zeit uns in diesem Aufwärtstrendkanal bewegen. Ergo ist es wahrscheinlich, dass es eben ähnlich wie auch in der jüngeren Vergangenheit hier vielleicht zu einem schärferen Pull-In kommt, der uns dann vielleicht Richtung $45, $44 zurückführt, was zu diesem Zeitpunkt eben einer Chance von $5, $6 ungehebelt entspricht, als wir diesen Bereich eben anlaufen. Und das war eben der Hauptgrund, Weswegen ich in diesem Zusammenhang eben hier meinen Fokus auf eben diese Aktie hatte und dann auch entsprechend auf diesem Reversal Play oder Rücksetzer Backside Short oder nennen wir es technischer Bruch eben der Trendlinie, wie auch immer man es nennen möchte, also diese antizyklischen Herangehensweise. Und ich schreibe aber dennoch, langfristig Berücksichtigung sollte auf jeden Fall das hohe Short Interest von 23% finden. Interessanterweise kein Thema auf SwaggyStocks. Wir erinnern uns dran, wir hatten diverse Tutorials in der jüngeren Vergangenheit hier, wo wir uns AMC gewidmet haben, wo wir uns GME gewidmet haben, wo wir uns BBBY gewidmet haben, Nokia, BlackBerry und so weiter. Und diese Aktien sind auf swaggystocks.de, swaggystocks.com, Verzeihung, das ist eine Webseite, die im Grunde genommen das Kommentarvolumen in diesen Titeln misst im Reddit-Forum, also in sozialen Medien und dadurch eben eine Sentimenteinschätzung versucht zu bekommen. Space, nochmal, ist eine, also GME besonders hier in diesem Zusammenhang, vielleicht noch ein bisschen früher im Jahr zurückgehend, ist eben durch diese Short Squeeze, dieses hohe Short Interest damals in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Umso interessanter, dass solch eine Aktie wie Virgin Galactic hier, also SPCE, warum die bei einem solch verhältnismäßig hohen Short Interest, warum die überhaupt gar nicht so wirklich diskutiert wird. Also ich habe wirklich an diesem Tag auch die Webseite gecheckt, einfach zu gucken, welche Titel sind dort heiß und habe dann bei näherem Betrachten gesehen, die spielte überhaupt keine Rolle. Also die war nicht in den Top 10, nicht in den Top 15 und das war schon etwas, das hat mich ein bisschen irritiert, aber ich habe es dennoch im Hinterkopf behalten, weil ich mir dachte, wenn die jetzt plötzlich in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und wenn die plötzlich diskutiert wird, dann hast du natürlich hier durchaus einen Treiber, der eine Squeeze-Bewegung begünstigt, wo du dann ungerne auf jeden Fall in dem Zusammenhang auf der Short-Seite dich wiederfindest. So, dann kommen wir gleich zum Gameplan für den Trade. Also die von mir intraday identifizierten Level sind der S1, S2, S3, 45,50, 44, 41,50. Besonders die 44 hatte ich ja hier in diesem Zusammenhang gerade eben schon erwähnt. Das ist S2, den ich eben bei einem Abprall gegen die obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung eben sehe. Man sieht auch hier, also ich habe nach oben die 48, 49, 50, ausgehend von den vorbörslichen Niveaus, habe ich eben entsprechend herausgestellt. Aber die Squeeze, die uns dann eben so tief über die 50 geführt hat, die war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gar kein so großes Thema. Und jetzt kommen eben diese drei Szenarien, die ich vor der Eröffnung und dann eben als Gameplan detailliert formuliert habe, aber wie gesagt, die halt zunächst einmal keine Rolle spielten, wo man auch klar erkennen wird können, dass eben meine Überlegung hier eher in Richtung Backside geht und eher antizyklisch auf die Shortseite geht. Also wir haben zum einen hier den kurzen Push über die Trendlinie auf der Oberseite. Man könnte das als sogenannten Stuff sehen, also das heißt, dass wir hier eine sehr starke große Briefseite dann in den Markt kommen sehen, gegen welche der Markt eben so Gummiband-like abprallt. So, oder wie so eine Betonmauer, wo man den Ball eben vorschießt im übertragenen Sinne. Diese Überlegung, die hatten wir im Hinblick auf, wie gesagt, AMC zum Beispiel schon mal bei diesem Backside-Short thematisiert. Wish hatten wir in diesem Zusammenhang thematisiert. Ich hatte auch in diesem Zusammenhang jetzt ja vor kurzem das Tape-Reading am Tutorial eingestellt, um das ein bisschen näher zu erklären. Also das war so die Idee, das, was ich da gerne sehen wollen würde auf dem Tape. Und die 50 als psychologisches Level spielte da in diesem Kontext einfach eine ganz wesentliche Rolle. Und dann würde ich eben versuchen, mich short zu positionieren bei Drop unter VWAP mit dem Ziel 44 Stop, roundabout 20% ATR, Maximum 50, 60 Cent. Achte auf den Spread. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass dieser Spread so eng sein wird, weil so viel Volumen durchgegangen ist mit einem Cent. Da bestand durchaus die Möglichkeit, dass der vielleicht mal sich ein bisschen breiter präsentiert. Und ja, übrigens, ich lese gerade an der Stelle Add bei Drop unter den VWAP. Das ist nämlich jetzt auch etwas. Also zunächst den Stuff, den hätte ich aggressiv geschortet. Ja, also wir sehen diesen kurzen Push über eben diese Trendlinie, eine Übertreibung. Ich würde den shorten und würde dann bei einem Drop unter VWAP nochmal hinzuaddieren. So ist das zu verstehen an der Stelle. Also um einen möglichst eben Bang für meinen Buck zu bekommen. Also das heißt, um wirklich von einer dann starken Mean-Reversion-Bewegung möglichst optimal zu profitieren. Ja, so kann man das viel besser verstehen. Und dadurch, dass ich eben in diesen Stuff mich schon positionieren würde, käme der Durchschnittspreis, wäre der um ein Vielfaches attraktiver, mein Risiko verhältnismäßig klein in Relation zu der Positionsgröße, die ich dann wählen würde, in der Erwartung, dass es zu einer scharfen Korrekturbewegung kommt. Zweite Möglichkeit wäre, wir sehen gar nicht diesen Stuff und diesen Squeeze auf der Oberseite, sondern wir droppen gleich gegen die obere Trendkanalbegrenzung und kippen ab, sehen einen sogenannten Rollover und würden dann in dem Zusammenhang bei einer entsprechend schwachen Marktöffnung auch auf 15.30 Uhr uns kontinuierlich unter VWAP, unter dem volumengewichteten Durchschnittspreis eben halten. Und dann würde ich mich versuchen, short zu positionieren, eben gegen den VWAP, ebenfalls mit Ziel 44. Natürlich wäre wünschenswert, wenn wir noch ein bisschen tiefer rutschen würden, aber ich denke trotzdem mit einem engen Stop, der sich gegen klar technisch identifizierbare Level mir maximal 20% ATR geben würde, wenn wir dennoch ein CRV bekommen, welches deutlich besser 3:1 wäre. Und drittes Szenario, wenn wir uns halten oberhalb von VWAP, aber eben nicht diesen Stuff sehen, also keine Kapitulation. Und das ist das, was wir dann zu sehen bekommen haben übrigens. Dann würde ich zunächst Short nicht als Option wählen, Long aber eben auch nicht. Also so habe ich den Gameplan auch wirklich formuliert. Das ist jetzt nicht im Nachgang passiert, sondern so hatte ich den Gameplan für den Tag auch tatsächlich formuliert, da das CRV unvorteilhaft wäre. Fragezeichen, hohes Short Interest. Also das bedeutet, ist es wirklich unattraktiv, weil es gibt ja dieses hohe Short Interest und infolgedessen dieses Short Squeeze Potenzial. Also ist das wirklich unvorteilhaft? Das war schon eine Frage, die hat mich bewegt. Aber Long spielte auch hier innerhalb dieses Gameplans keine wirkliche Rolle. Und ich habe dann diesen dritten Punkt tatsächlich angepasst, ausgehend von dem ersten bzw. zweiten in Anbetracht dessen, was uns dann das Tape präsentiert hat bzw. was uns die Aktie eben präsentiert hat. Und was du hier finden kannst, ist übrigens, also wenn ich sage, ich habe das genauso auch formuliert, es ist nachvollziehbar, weil es gibt eine Discord-Trading-Community, die habe ich ins Leben gerufen, mit dem Ziel eben aktives Equity-Day-Trading im US-Bereich eben zum Thema zu machen. Und ich habe in dieser Discord-Community, den Link für diese Discord-Community auch unterhalb dieses Videos, ist kostenlos verfügbar, also kannst einfach draufklicken, wenn du bei Discord bist, dann wird das selbsterklärend sein und habe das da eben entsprechend eingestellt gehabt, da kannst du das auch nochmal für diesen Tag eben tatsächlich nachlesen und da kannst du auch sehen, hier den Screenshot, die ich dort eingestellt habe, du kannst sehen, da ist der Test der oberen Aufwärtstrendkanalbegrenzung, also nicht diese Übertreibung, wir sehen hier dann entsprechend das Bild auch auf der 1-Minuten-Basis an der Stelle, wie sich der vorbörsliche Handel darstellt, da kam die News, da kam eben diese scharfe Squeeze, also basierend auf diesem Bild, so wie sich das präsentiert hat, habe ich eben entsprechend meinen Tradingplan dann formuliert und ja, nunmehr bringt uns das hier dann entsprechend zum Trade-Management und ich habe dir hier tatsächlich den Chart eingeblendet, den ich dann selber während des Tradings eben entsprechend hier vorbereitet habe, so möchte ich das mal nennen, beziehungsweise der sich dann ergeben hat. Und es geht tatsächlich um diese Trendlinie hier, die so steil nach oben geht. Das war dann diesejenige, welche, die ich eingezeichnet habe und ausgehend von der ich dann entschieden habe, doch noch aktiv zu werden, in Anführungsstrichen, denn wir können es hier sehen, das war die Markteröffnung. Zu diesem Zeitpunkt war ich im Webinar, ich hatte keinen Fokus darauf. Ich habe dann, nachdem das Webinar beendet war, habe ich entsprechend eben meine Plattform aufgemacht, Trading-Plattform, habe das entsprechend mir angeguckt, habe das gesehen und dachte mir so, schade, hast den Trade verpasst. Was sich dann herauskristallisierte, ist ja, dass sich kein tieferer Trend hier etabliert hat. Also die Kursniveaus sind auch nicht ganz so sauber angelaufen worden. Es ist tatsächlich hier, dass wir im Bereich um 46 einen Boden angefangen haben auszubilden. Aber was man erkennen kann, ist eben, wir sehen hier ein erstes initiales Scheitern kurz nach der Markteröffnung, Abtropfen gegen diese ganz übergeordnete Aufwärtstrendkanalbegrenzung, die aus dem M30 entsteht. Also das heißt, diese hier flacher verlaufende gelbfarbene Linie ist das Bild aus dem M30. Und wir droppen unter VWAP, wir sehen einen Retest von VWAP und hier wäre dann der Short Entry gewesen. Mit entsprechend engem Stop, maximal 50, 60 Cent. Das war eben der Gameplan 2 an dieser Stelle. Und dann sehen wir aber, wir können die 46 halten. Und hier in diesem Bereich ungefähr, also kurz bevor wir den Reward zurückerobert haben, da habe ich die Plattform aufgemacht. Da ist es dann plötzlich für mich interessant geworden. Und ich habe meinen Fokus ganz klar auf die Aktie eben gesetzt. Wir haben dann die Rückeroberung gesehen und dann gingen wir in Anführungsstrichen steil. Neue Tageshochs, wir sahen eine massive Squeeze-Bewegung. Und ich habe mich an dieser Stelle dann gefragt, willst du heute überhaupt traden? Also es ist Freitagnachmittag, vielleicht machst du es einfach mal ganz entspannt, du setzt dich hier hin, du hast die Plattform offen, du guckst dir das Tape an dieser Stelle, du studierst das Tape an dieser Stelle, versuchst deinen Horizont zu erweitern, wie stellt sich diese Aktie dar, also das heißt, wie werden entsprechend Geldseiten reingestellt, Briefseiten, wie stellt sich dann an dieser Stelle vielleicht so ein Stuff dar, der sich ergibt, wie stellt sich das dar, wie stellt sich der Ortflow gemein insgesamt dar, also das bedeutet, wie sauber werden beispielsweise dann auf der Oberseite bei einer einsitzenden Squeeze Briefseiten zum Beispiel rausgenommen, beziehungsweise wie sieht ein Lift aus, sowohl ob Bid im Offer und so weiter. Also ich habe dann wirklich gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt an der Stelle auf das Studium des Tapes und lass die Aktie erstmal Aktie sein. Habe das wirklich dann, ja, mit Faszination habe ich das beobachtet, möchte ich fast schon sagen. Das bekommst du eben nicht so oft zu sehen, besonders in einem so niedrig volatilen Marktumfeld, in dem wir uns aktuell hier befinden. Du hast so richtig gesehen, also das war ein richtiger Staubsaugereffekt, wenn du das Tape gesehen hast. Das war so richtig so, einmal so... Und dann wurden einfach die Briefseiten einfach weggesogen. Und kontinuierlich wurde der Markt eben entsprechend höher gehandelt. Es kam zu einem kontinuierlichen Step-Up der Bid, sagt man. Also das heißt, die Geldseiten sind sauber nachgezogen, haben im Endeffekt die Bären im übertragenen Sinne richtig an die Wand gespielt, so möchte man das fast nennen. Und In diesem Zusammenhang, wie gesagt, habe ich das eben beobachtet, aber dann wirst du trotzdem auch aus trading-technischer Perspektive aufmerksam und sagst, das ist jetzt schon eine Mega-Extension auf der Oberseite und nicht nur das, also Mega-Extension solltest du ja auch irgendwie quantifizieren können und diese Quantifizierung, die fand dann dahingehend statt, dass ich gesagt habe, wir bewegen uns jetzt hier fast 3 ATR, also $2,36 hatten wir ja gerade gesagt, vom VWAP, also vom volumengewichteten Durchschnittspreis weg. Ist es da nicht früher oder später mal denkbar, dass wir einen Rücksetzer zu sehen bekommen? Und könnte es nicht eventuell auch Chance-Risiko-Verhältnis technisch interessant werden, da einen Short mit in den Markt zu geben, mit dem Ziel Rücktest oder Rücklauf in Richtung VWAP mit einem engen Stop auf den Hochs? Und dann stelle ich mir als nächstes die Frage, während ich diesen Kursverlauf beobachte, okay, was müsstest du dafür zu sehen bekommen? Also das heißt, ich denke mich langsam in diesen Trade hinein. Ich habe meinen Gameplan, ich weiß, was die Aktie heiß werden lässt und dergleichen. Ich weiß, um das Short und so ist. Also ich bin gut vorbereitet. Und jetzt stelle ich mir dann einfach die Frage, während dieser Entwicklung, was will ich jetzt zu sehen bekommen? Weil das ist, entspricht nicht meinem Gameplan. So viel steht definitiv fest. Den habe ich eigentlich hier mit einem kurzen Spike hier über die 30-Minuten-Trendlinie, also diese flach verlaufende gelb fallende Linie gesehen. Stuff eventuell. Und das wäre so das aggressivst mögliche Szenario gewesen. Was müsste ich jetzt hier zu sehen bekommen? Und dann habe ich mir den Chart genauer angeguckt und dann ist mir aufgefallen, du kannst hier wirklich eine saubere Trendlinie reinziehen und man könnte jetzt sehr einfach hergehen, Anführungsstrichen einfach, sagen, okay, wenn diese Trendlinie bricht, dann ist das ein technisches Indiz, dass dieser Trend sich jetzt beginnt deutlich abzuschwächen. Neben natürlich auch den Gegebenheiten, wie das Tape sich dargestellt hat. Also hier kontinuierlicher Step-Up der Bids zum Beispiel, Wegsaugen der Briefseiten bzw. Lift der Offers, also der Briefseiten, Rausnehmen der Briefseiten, die dann eben nochmal eine Squeeze-Bewegung besonders über runde Level nach sich gezogen hat und dergleichen. Das ist natürlich noch eine Ergänzung, eine entsprechende Information. Und nunmehr ist es dann eben hier in diesem Fall so gewesen, da sehe ich den Break der Trendlinie. Und da bin ich aufmerksam geworden, weil ich mir dachte, so, jetzt sind wir eben, wie gesagt, 2,5, 3 ATR sind wir weg. Wir sehen hier in diesem Zusammenhang den Bruch der Trendlinie. Und dann habe ich eben einen ersten Short in den Markt gelegt, habe die 54,90 ein Sell mit reingelegt, mit einem Stop oberhalb der 55,40. Das sieht man jetzt leider hier nicht ganz so gut, aber du kannst bei genauerer Betrachtung des 1-Minuten-Charts, kannst du hier erkennen, dass dort im Bereich um die 55,40 ein Deckel drauf war. Das hast du auch im Tape erkannt. Der Markt hat, nachdem er eben hier auf der Oberseite in die Squeeze gegangen ist und im Hoch bei über $56 gehandelt worden ist, haben wir eben nach dem ersten Rücksetzer gesehen, da kam nicht wie hier beispielsweise nochmal ein starker Schub rein, sondern wir haben wirklich Schwierigkeiten gegen die 55,40 bekommen. Und dieses Studium des Tapes, was eigentlich die Aufgabe war, hat mich an dieser Stelle eben zu dem Schluss kommen lassen, dass ich gegen dieses Level mich short positionieren möchte, also sprich 54,90, das war ein kleines Tief, was sich dort ausgebildet hat, knapp oberhalb des runden Levels 55, mit einem Stop eben oberhalb dieser sich ausgebildeten kleinen Konsolidierung, mit 50 Cent Risiko also, und Ziel ist an dieser Stelle eben entsprechend der Pull-In, der Rücksetzer gegen VWAP. Dann sind wir bei $51 Ziel, das habe ich jetzt hier gar nicht rausgezeichnet, aber wenn ich auf die 51 gehe, dann erkennst du ja schon eine Chance an dieser Stelle von hier $3,90 auf der Unterseite, was wiederum impliziert, wir haben fast einen CRV von definitiv größer 5:1, fast 8:1 an dieser Stelle. Und dann ist leider etwas Blödes passiert, also blöd in Anführungsstrichen. Es kam nämlich nochmal zu so einem kleinen Pop. Es gab so ein letztes Aufbegehren der Bullen. Es gab nochmal so einen kleinen Lift des Offers und genau der führte uns dann über die 55,40 an dieser Stelle. Und ich bin aus dieser Position sogar mit 5 Cent Slippage eben ausgestoppt worden. Also nochmal eine leicht schlechtere Ausführung hier bekommen. Aber dann wurde es mega interessant. Ich habe natürlich die Price Action infolge meines Trades genauestens beobachtet. Ich habe das natürlich genau auf dem Schirm gehabt, was da passiert ist. Und dann hat es 30 Sekunden gedauert ungefähr. Und wir haben sofort ein Reoffer gesehen und sind zurück unter die 55 verkauft worden. Also das war ein kurzer Pop. Und anders als die ganzen Male hier vorher, als wir diese Squeeze auf der Oberseite gesehen haben, war es in diesem Fall eben so, dass wir sofort wieder Verkäufer haben in den Markt kommen sehen. Das heißt also, ich werde aus dem Trade rausgekickt, im Grunde genommen, ja, ungünstig, habe aber trotzdem meinen Fokus weiter drauf und sehe, wir werden sofort wieder runterverkauft unter dieses Level. Was mich dazu bewogen hat, dann an dieser Stelle sofort aggressiv ein Short auf den Weg zu bringen und zwar dann, ich wollte jetzt kurz sagen, den Spread zu crossen, aber das hört sich irgendwie komisch an. Also ich habe dann an dieser Stelle Market verkauft, ich habe also den Bid gehittet, ja? Also ich habe den sofort verkauft zum Geldkurs an dieser Stelle. Und das ist Das ist etwas, wir werden es gleich in der Nachbetrachtung sehen. Das hat mich das Wochenende wirklich beschäftigt. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, ob ich es hier nicht etwas übertrieben habe, ob ich da nicht ein bisschen zu selbstbewusst war, beziehungsweise eventuell zu aggressiv verkauft habe, weil normalerweise, ausgehend von meinen Aufzeichnungen, ist es so, dass Trades, bei denen ich eben den Spread bezahle, also entweder, jetzt mit Ausnahme natürlich von einem Stopout aus einer Position, entweder Geld oder Brief sofort zu diesem jeweiligen Kurs kaufe oder verkaufe, dass das ein Zeichen dafür ist, dass ich zu schnell bin oder beziehungsweise, dass das nicht sauber ist. Und dass das eventuell etwas zu optimistisch ist. Ich hatte allerdings an der Stelle zu diesem Kurs von 54,69 einen klaren Stop, denn ich habe auch gesehen, dass die 55 in dem Kontext eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt hat, also ein rundes Level, und hatte somit meinen Stop auf der 55,01 mit 32 Cent, was natürlich ausgehend von der Gesamtkonstellation, denn das Ziel war natürlich identisch, wir reden hier nur von einem Unterschied von einer Minute im Grunde genommen. Ich habe weiter die 51 als Ziel, was natürlich diesen Trade CRV-technisch weiterhin hat hochattraktiv sein lassen. Und nun ja, ich habe dann diesen Trade eben genommen, wir sind maximal gehandelt worden, der Trade ist gegen mich gelaufen, glaube ich, 17 Cent. Eben hoch sind wir bei 54 am 86 gehandelt worden und kippten dann ab, nahm Momentum auf, und das war ein klares Signal, besonders als wir eben hier diesen, nach dem Bruch, dem erfolgten Bruch dieser Trendlinie, diese Tiefs rausgenommen haben. Das war im Bereich um 54. Da hatte ich jetzt, also ich war im Driver Seat, so in Anführungsstrichen. Das war jetzt nicht eine ultimativ super Position, in der ich drin war, weil das übergeordnete Bild natürlich immer noch ganz klar bullish ist, beziehungsweise das Short Interest hier eine ganz wesentliche Rolle spielt, aber nichtsdestotrotz ist das ein erstes klares Signal. Fallende Hochs, die sich hier ausbilden, du siehst an dieser Stelle, das Momentum auf der Oberseite kommt ganz klar zum Erliegen. Und dann habe ich mich hier gegen die 53 entschieden, 25% aus dem Trade rauszunehmen. Das hat einerseits den Grund gehabt, dass ich zu diesem Zeitpunkt eben gesehen habe, so wirklich Dynamik, also es war jetzt nicht der gleiche Druck auf der Unterseite, wie wir den hier auf der Oberseite gesehen haben im Tape, das definitiv nicht. Und das hat zum einen so ein bisschen Skepsis auf den Weg gebracht, ob da nicht vielleicht doch nochmal ein Schub auf der Oberseite stattfindet. Und in Ergänzung dazu hatte ich eben auch hier den Verlusttrade an dieser Stelle. Also was ich gemacht habe, ist im Endeffekt mit den 25%, die ich hier zu 53,06 rausnehme, bringe ich mein gesamtes Trading an der Stelle auf Break-Even. Also plus minus null, habe das Risiko an der Stelle für den Trade dann auch auf Break-Even gezogen und habe dann gesagt, so, nach mir jetzt die Sinnflut, gucken wir mal, vielleicht gibt es diesen Push gegen den VWAP, das wäre ein schöner Wochenausklang an dieser Stelle. Und dann ist es eben so gewesen, wir sehen den Bounce und ganz interessanterweise haben wir eben dann hier gegen diesen Bereich, das war ungefähr die 54,30 ungefähr, hier dieser kleine Peaks, da haben wir Schwierigkeiten bekommen. Ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt mit dem Stop auf der 54 am 69, 68, also Break-Even an dieser Stelle. Ich hatte mich schon so ein bisschen darauf eingestellt, eventuell wird der durch einen kleinen Pop oder so wird er gefischt und dann ist gut. Und dann sah ich aber erneut gegen diesen Bereich Angebot in den Markt kommen. Also gegen die 54,30 kippten wir ab. Wir liefen nochmal, also das war ein kurzer Plop unter die 54, liefen nochmal diesen Bereich an und dann dachte ich mir so, gut, dann war es der. Jetzt fangen wir jetzt an, hier höhere Tiefs auszubilden. Das sieht natürlich, das ist ein ganz kleiner Mikrokosmos, aber das ist nicht das Signal, was ich eigentlich erwarte, nachdem die Aktie auf der Oberseite über 30% im Plus gelegen hat, fast 40% im Plus gehandelt wurde. Und dann kam, in Anführungsstrichen, aus dem Nichts plötzlich hier in diesen kleinen Push auf der Unterseite kam richtig starker Verkaufsdruck auf. Also du hast eine extreme Beschleunigung plötzlich auf der Unterseite gesehen. Es gab einen richtigen Lift auf der Geldseite, die wurden einfach rausgenommen und wir schoben richtig mit Dynamik zurück unter die 54. Und ich bin nicht ausgestoppt worden. Ich hatte an dieser Stelle meinen Stop dann hier für den Rest über dieses Level gezogen, weil ich gesagt habe, gut, das war jetzt ein ganz klares Signal seitens des Tapes an der Stelle. Du siehst einfach, der Markt, der respektiert diesen Bereich. Wenn er den jetzt rausnimmt, dann wird der auch Break-Even gestoppt. Dann habe ich unterm Strich vielleicht nur so noch die Kommission verdient, im übertragenen Sinne, und hatte meinen Stop eben hier. Und ich hatte allerdings an dieser Stelle dann keine Sorge in irgendeiner Form, denn der Markt zog sofort nochmal hier in Richtung eben der 53er-Region. Fiel sogar darunter, markiert ein tieferes Tief und dann kam dieser Schub, genauso wie er aus dem Nichts in Anführungsstrichen kam, auch genauso zum Erliegen und wir wurden sofort zügig innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich zurück über die 53 gekauft. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den Rest der Position zu 75 rausgenommen habe, weil ich gesagt habe, das sieht nicht mehr danach aus. Also wenn wir jetzt hier eine substanziell tiefere Korrektur und vor allem auch einen zeitnahen Test des VWAPs zu sehen bekommen, den ich eigentlich erwarten würde, wenn wir solch eine starke Extension auf der Oberseite sehen. Und hat dann dazu geführt, dass ich dann hier den Rest zu 53,46 rausgenommen habe. Durchschnittspreis der ganzen Angelegenheit liegt bei 53,36, also 25% zu 0,6. 75 zu 46 sind wir bei 36 im Schnitt gewesen. Tatsächlich wäre ich dann hier in diesem Zusammenhang auch leicht rausgepiekt worden. Wir sehen, wir konsolidieren dann auch seitwärts. Also ich glaube, dieser Exit hier in diesem Bereich, der war wirklich optimal, kompensiert eventuell auch in gewisser Form für diesen etwas überhasteten Entry, den ich immer noch sehe, weil ich mir immer die Frage stelle, wie kann ich das noch ein bisschen besser machen? Und ja, wir sehen dann eben, wie gesagt, in den Abend hinein ganz besonders, hier sind wir nochmal in Richtung der Tageshochs, auf neue Tageshochs gelaufen, was die Aktie eben auch in den kommenden Tagen dann im Anschluss an diesen Trade natürlich sehr, sehr interessant werden lässt. Hier einmal die Trade-Ausführung, damit du auch siehst, dass ich hier nicht irgendwie Keks erzähle. Also die Frage kam immer mal wieder auf, ob ich das auch zeigen könnte. Ab und an, ich vergesse es manchmal einfach, die Trade-Ausführung mit reinzumachen. Also ich habe sie natürlich mal im Trading-Journal stehen, aber Screenshots hier in irgendeiner Form dann aus dem Ausführungsjournal oder dergleichen. Manchmal habe ich sie nicht, manchmal habe ich sie. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht allzu sehr übel in dem Fall, weil ich sie jetzt nicht vorenthalten, weil ich dran gedacht habe. Also hier sind sie eben entsprechend. Kannst du sehen, das sind einmal hier diese grün, beziehungsweise hier die roten Punkte an dieser Stelle. Und da kannst du eben sehen, das ist dieser Stopout. Da war der erste Entry gegen die 54,90, dann dieser Flushout und da dann, nachdem wir sofort den Rebid eben hier an der Stelle sehen, das ist ein 1-Minuten-Chart, kommt hier mein Re-Entry. Hab den hier unten, den ersten Teil mitgenommen und dann siehst du hier unten in diesem Bereich hier, als wir sehen, dass es keine tieferen Tiefs gibt, siehst du eben die zweite Gewinnmitnahme an dieser Stelle. So, jetzt die Nachbetrachtung des Trades. Das ist das viel Wichtigere an dieser Stelle. Die Frage nämlich, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Was habe ich gut gemacht grundsätzlich, beziehungsweise was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Also zum einen habe ich einen sehr guten Gameplan gehabt und ausgehend von dieser sehr detaillierten Vorbereitung war es mir dann eben tatsächlich auch möglich, wie ich schon sagte, trotz Ablenkung eben durch dieses Webinar, was ich zu diesem Zeitpunkt der Markteröffnung eben hatte, selbst mit Verzögerung in die PA, also die Price Action sofort reinzufinden. Das heißt, ich war sofort Herr der Situation. Ich war sofort souverän, war sofort in der Lage, das entsprechend einzuordnen, wo wir da aktuell gerade stehen. Und dann auch zum Beispiel ganz klar zu erkennen, dass Short jetzt zunächst keine Option ist, nachdem es eben den ersten Pull-in gegen, oder Retracement an der Stelle, gegen VWAP gab, abkippten, aber wir dann nicht deutlich unter die 46 eben entsprechend gefallen sind. Dann schreibe ich einerseits als, was habe ich gut gemacht, ein sehr guter zweiter Entry, nachdem der erste Trade gefischt wurde. Also das zeugt von Überzeugung und auch Selbstbewusstsein, ausgehend von gutem Gameplan und auch Studium des Trades. Also es war harte Arbeit in Anführungsstrichen, insofern als dass ich ja das Tape genauestens verfolgt hatte und genauestens beobachtet habe, wie sich entsprechend die Aktie entsprechend hier präsentiert. Nichtsdestotrotz, was kann ich besser machen? Der zweite Entry, den kannst du eben auch als überhastet sehen, also Crossing the Spread, das ist halt ein Indiz, was mir in der Vergangenheit aufgefallen ist, dass diese Trades nicht sauber waren eigentlich. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, es ist gut gegangen, Punkt 1. Und es ist auch so, dass, wie gesagt, ich in diesem Zusammenhang ein sehr, sehr gutes Trade-Management eben hier vollzogen habe dann infolgedessen, was wiederum impliziert, dass ich eben auch ein gutes Gefühl für den Trade einfach hatte. Also das spricht dafür, wenn ich so gute Exits an dieser Stelle aus dem Trade bekomme, wie du es ja aus den Ausführungen hast auch entsprechend sehen können, dann ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass ich ein gutes Gespür für die Aktie habe. Deswegen konterkariert das so ein bisschen diesen überhasteten Gedanken an dieser Stelle, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich beobachten sollte und was ich auch genauso hart auch formulieren sollte und entsprechend im Hinterkopf behalten sollte für zukünftige Trades, wenn mir wieder mal solch eine Situation kommt und ich überlege, diesen Spread zu bezahlen, in Anführungsstrichen. Und dann war es noch etwas, was mir aufgefallen ist während des Trades. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, das ist eine kleine technische Gegebenheit, die ich dann auch relativ zügig habe eben tatsächlich aus dem Weg räumen können. Aber ich habe hier zum Beispiel mir mehr Souveränität beim Plattform-Order-Management eben tatsächlich gewünscht an dieser Stelle. Also sprich, etwas anders formuliert, ich war an dieser Stelle nicht sofort in der Lage, eine OCO-Order zu formulieren, also mein Stop bzw. Take-Profit eben miteinander zu verbinden und das hat mich im Nachgang geärgert. Also es liest sich jetzt erstmal lächerlich und dann wird man sich denken, er hat doch ein paar Jahre Erfahrung, das wird er wohl hinbekommen. Also die Plattform sollte er kennen, ja, aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle war es eben so, ich war mit meinem Fokus so auf den Trade fokussiert, dass mir diese technische Kleinigkeit eben nicht so locker von der Hand ging, wie ich es mir gewünscht hätte. Wie gesagt, ich habe dann im Nachgang einfach mal kurz im Handbuch nachgeguckt, der Handelsplattform in Anführungsstrichen, und habe das ad acta legen können und das wird mir in Zukunft nicht nochmal passieren, aber auch das gehört hier an der Stelle natürlich hin, besonders wenn wir in solch einem kurzfristigen Bereich unterwegs sind einfach, und entsprechend eben eine schnelle Ordereingabe essentiell wichtig ist, auch für unseren langfristigen Success, also Erfolg an den Märkten und die Profitabilität, die das natürlich ganz wesentlich beeinflusst. Ja, das wäre es zum Trading Tutorial hier zur Space, zur Aktie SPCE bzw. Virgin Galactic eben tatsächlich gewesen. Super spannender Titel, der uns eventuell auch in der näheren Zukunft noch länger und besser und detaillierter vielleicht noch beschäftigen sollte. Und ich hoffe jetzt an dieser Stelle, dass du das aus diesem Tutorial etwas für dein Trading mitnehmen können. Im Hinblick ganz besonders auf die Nachbetrachtung des Trades, Vorbereitung des Trades, die so essentiell wichtig sind, wo dann eben der Trade sicherlich thematisiert werden möchte, aber wo du erkennst, dass die Vorbereitung, die Nachbereitung tatsächlich die Krux, den Kern eben dann ausmachen langfristig und darüber entscheiden, ob man Erfolg oder Misserfolg eben hat für dein Trading. Ich hoffe, du nimmst was für dich mit und soweit meinerseits. Abonniere gerne den Kanal, lass gerne ein Like hier, wenn es dir gefallen haben sollte. Ich wünsche dir Happy Trading. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen beim nächsten Trading Tutorial. Das wird nicht lange auf sich warten lassen. Allzeit Happy Trades. Wir hören uns, wir sehen uns. Mach's gut. Bis dann und tschüss.